Herzlich willkommen, meine Freunde, heute wieder beim Euro Truck Simulator 2. Und dieses Mal bin ich nicht alleine, ich habe mir den Mats zur Hand geholt, sage ich mal. Der ist auch Hallihallo. Hallihallo, Hallöchen. Ne? Ja, wir sind im Minus, 5700 Euro, super geil, haben schon mal 11% an unserer Zugmaschine an Schaden. Und ja, müssen jetzt sehen, wie wir jetzt wegkommen. Ich habe mal geguckt, ich glaube bei dem Trucks im Map waren hier noch neue Städte dabei. Hier zum Beispiel, oh, ich hab Schluck auf, Nizza. Also Nizza ist es in Nizza ist es ja in Deutsch. Und den neuen Patch habe ich auch, da ist irgend so ein Truck dazu gekommen. Aber weiß nicht, wer ist. Ja, irgendwie Scania oder so. Ja, stimmt, der Scania Sleepline oder so. Die Volvo FH waren ja schon im Part davor, im Patch. Vorherigen Patch, ne? Ja, ja. Genau. Ich überlege gerade, was ich fahre. Ich könnte jetzt das Boot fahren, das ist hier bis nach Lyon von Livorno, also aus Italien fahre ich. Oder ich fahre nach Griechenland. Oder eben hoch mit dem Raupenbagger nach Rotterdam, Niederlande. Das bringt halt Geld. Oder was haben wir sonst so? Achso, hier geht's zur anderen Seite. Nach Bremen. Aber da kriegt man nicht so viel Preis pro Streckeneinheit. Okay, wir fahren nach Lyon einfach. Und ich stelle gerade noch meinen Controller ein. Hat du wieder deinen Controller einstellen? Ja, ich weiß, ich stelle immer mal wieder um. Mal fahre ich mit Lenkrad, mal fahre ich ohne Lenkrad. Ach cool, Motor Fehlfunktion nachher. Ich hatte ja 30% Schaden. Gerade eben erzählt er mir noch, oh, ich spiele Grid, weil Grid ist ja geiler als Formel 1. Und jetzt kommt er an mit seiner Motorfehlfunktion. Ah, mein Controller, warte, ja, mein Controllerkabel hängt fest. So. Ja, der Scheinwischer ist gleich an. Mann, ich muss mich umgewöhnen, weil hier muss ich mit dem rechten Daumen lenken, damit ich einhändig halt fahren kann. Und bei Payday bewegt man sich ja mit dem linken Daumen. Und das ist manchmal total verwirrend. So, wir fahren jetzt einfach hier schnell hin. So. Setzen da einfach mal zurück. Oh, falsche Richtung gelenkt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo die nächste Werkstatt ist, damit ich mein MAN reparieren kann. Ja, unser Wagen, der hat 11%, das hält man. Meiner 30. Ach, 30 ist ja noch akzeptabel, ne? Eben, vorher hatte ich 70. Ja, und durch den Bug habe ich immer 1000% geschafft. So kennt man das. Boah. Locker. Ey, komm. Janik, aber man kann das wirklich Bug nennen. Ich habe ein Auto mit 10 km/h gerammt. Mein Wagen wurde ungefähr 100 in die Luft geschleudert. Und ist dann komplett über England, über bis ins Ende der Welt geflogen. Geil. Also, so ein Bug wäre für die Aufnahme echt gut. Sowas wäre lustig, ja. Jo. Vorhin das Ding geht unendlich weiter. Naja, das, so muss das, ne? Boah, immer die eigentlich schon nichts zu Ende, aber er fliegt weiter. Italiener? Nee. Warte, ich bin gerade einfach über die Ampel. Ah, nee, da macht keiner. Boah, hinter dem sieht man noch dieses so fette Ding. Ah, grün ist vorne. Na klar. Immer doch. Bei Rot muss ich stehen bleiben, ey. Ah. So, also, als erstes Thema. Überlege ich gerade. Kommende Projekte. Ob wir gleich mal mit dem Niveaulosen anfangen? Niveaulos, was ist bei dir niveaulos? Das sollte man noch erstmal definieren. Ich war heute im Comicbuchladen, ja. Und hab. Oh, wir haben grün. Und habe mir, so ein Schlüsselanhänger von South Park geholt und habe diese Kackwurst bekommen. Jetzt fragt mich gerade eine Freundin, ob ich mit ihr tauschen will. Ich weiß nicht, wen sie gekriegt hat. Also es ist immer so random, denn man hatte mal eine Chance von 1 zu 20, 2 zu 20 oder Fragezeichen zu Fragezeichen oder so, wie man bekommt. Voll lustig. Yay, 32. Und dann habe ich überlegt, weil das ist ein Spiel, worauf ich mich mega freue, was wirklich ein Spiel sein wird, wovon ich hoffe, dass ich es suchten kann, dass es ein Teil wird, also wirklich sowas wie ein Payday-Ding.
Payday habe ich ja hart gesuchtet, das kann ich immer noch suchen. So wünsche ich mir das. Und zwar ist das South Park der Stab der Wahrheit. Und davon gab es dort die Cartman-Figur für 10 Euro. Und ich dachte mir so, oh, die würde ich mir so gern holen. Ach, ich bin pleite. Aber erst nächste Woche Geburtstag. Beziehungsweise, warte, wenn der Part kommt, dann hatte ich heute Geburtstag. Der Part kommt Montag hey. Hat Geburtstag. Ja, cool. Ja, ne? Haben wir wieder perfekt geplant. Oh, geil. Da habe ich wieder Geld natürlich. Dann hole ich mir vielleicht diese Figur, weil das ist auch so. Und Yannick, 50 selten. Euro spart für GTA 5, ne? 31. März. Ja, das Geile ist, nach meinem Geburtstag habe ich jeden Monat diese 50 Euro mal locker. Und mehr. Ja, das ist weil auf jeden Fall dann habe ich cool. keinen Kredit mehr am Laufen. Mehr so. Dann läuft das. Ja, ich fahre jetzt einfach ein bisschen langsamer. Ich bin auf jeden Fall sehr happy jetzt auch mit neuem Internet endlich. Alter, 32K-Leitung ist jetzt. Genau. Das waren jetzt gleich mal 6% Schaden. Und eine Strafe ja, von 400 Euro. Ja, der bremst. Vor ihm ist nichts. Nichts ist vor ihm, wirklich nichts. Der bremst einfach. Ich bremse auch, weil, ne? Ich habe richtig hart gebremst, noch schnell in Motorbremse ein bisschen reingehauen. Und trotzdem treffe ich den. Vor allem, wer bitte bremst bergauf, aber... Hallo, was... Ach so! Ach! Oh, da ist die Baustelle mit der Ampel. Ich wundere mich, was bremst denn der? Und ich guck einfach mal auf meiner Karte, wann kommt die nächste Werkstatt? Geil, die nächste Werkstatt kommt aber mal in gefühlten 100 Kilometer. Oh nee, sie hat so einen Spastenkanadier. Nee, den will ich nicht. Der Kackhaufen ist geiler. Der Kackhaufen passt zu ihr, als ob. Ja, nein, ich will keinen Spasten-Kanadier. Ich behalte den Kackhaufen. Nichts gegen Kanadier, ja. Aber ich South Park sind das Spasten-Kanadier. Da war ich lieber die Kackwurst. Die ist episch. Ne, aber wirklich, Yannick, was ist denn mit kommenden Projekten? Kommende Projekte? Nee. Wo ich ja stehen geblieben war, waren jetzt 32.000. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu 16.000 ist das schon geil. Vor allem, weil bei Vodafone, weißt du, du bestellst bei Vodafone 16.000 und die geben dir einfach mal 10 durch, weil sie Langeweile haben, weil sie es können. Na klar. Und jetzt bei unserem neuen Anbieter 32.000, die kommen auch voll durch. Also ordentlich. Und hochladen brauche ich wirklich wesentlich weniger. Fahre ich hinter den LKW? Nein, ich fahre nicht hinter den LKW. Hier bin ich schneller, glaube ich. Bei diesen Mautstellen. Ich fahre immer dahin, wo die Autos hinfahren. Das wird irgendwie immer schneller. Aber ich bleibe immer zu früh stehen, so einen Millimeter zu früh. Echt? Ich bleibe meistens gar nicht stehen. Ich versuche einfach immer durchzufahren, aber das geht meistens nicht. Ja, das ist das Problem. Ja, und also, sonst, ich habe ja ein Projekt momentan, Eurotax-Simulator 2, was jetzt, ihr müsst wissen, ne, der letzte Part, der war im Dezember, 6., 3. Dezember, weiß nicht. Und jetzt. Auf jeden Fall über einen Monat. Ja, 2 Monate so ungefähr, ne? Und dann kommt halt eigentlich Fuel oder Truck Racer, je nachdem, was ich gerade so mal da habe. Jetzt wäre ich dem gleichen Truck fast schon wieder hinten reingefahren. Der soll mal aufpassen, wie der bremst, ey. Er soll einfach mal schneller fahren, ne? Ja, oder so, ne? Ja, man muss ja nicht mit 10. Ich bin gerade auf dem Weg nach Luxemburg. Geil. Mit Gabelstapler hinten dran. Komm, ich fahre extra gleich auf die zweite Spur, damit du auch gleich auf die Autobahn fahren kannst. Ist das ein Depp? Ja, ich habe gestern Abend bin ich umgegangen in Teamspeak, ne? Sultanas war da. Der hat sich einen eigenen Raum gemacht gehabt. Hab ein bisschen mit ihm gequatscht über Eurotruck Simulator 2. Er hat's ja auch. Boah. Da sind wir wieder auf dieses Thema gekommen, wie geil es doch wäre, wenn es einen richtigen Multiplayer für Eurotruck Simulator 2 gäbe. Das wäre wirklich geil. Weißt du, wo man dann so, meinetwegen, ich mache eine Firma auf und dann können halt Multiplayer oder ich hab halt einen Server oder einen geilen Server, wo ich drauf kann oder hab einen eigenen Server sozusagen. Und dann mache ich meine Firma dort auf und alle, die das Passwort für den Server haben, wenn ich ein Passwort drauf mache, kommen rauf und können meiner Firma beitreten oder ihre eigene Firma mitmachen. Kann man einen Konvoi fahren oder so. Das wäre doch voll episch, ja.
dann also, hätte ich nicht also immer so eine Geldsorge, ja? Zu, was? Die Hersteller von Euro Truck Simulator 2 zu, dass sie das machen sollen. Es ist, vor allem, es ist ja so, dass da mal so ein paar Fans, sage ich mal, an einem Multiplayer-Projekt entwickelt haben. Es aber darauf hinauslief, dass das alles nur so ein Schwindel war und die damit die PCs, sich in die PCs eingehackt haben. Alles nur Viren und sowas, das wird halt dann. Und jetzt mit diesem World of Trucks Ding hier, was es ja gibt, das ist ja nur so, dass du deine Bilder sofort auf dieser Internetseite teilen kannst. Also du bist halt online. Und das nennen die Multiplayer. Du bist halt online und kannst Screenshots machen mit einer bestimmten Taste und die direkt aus dem Menü hier hochladen. Auf die Seite. Du kannst ja nicht mit anderen zusammenfahren. Und ich meine, solange man das so macht, dass es dann so bestimmte Server gibt, wo man vielleicht im Monat ein bisschen Geld zahlt, wäre das ja voll praktisch. Ich meine, ich hätte ja nichts dagegen. Ich zahle ja für unseren Teamspeak, zahle ich ja auch Geld und für unseren Minecraft-Server. Ja, da bin ich gegengefahren übrigens gerade. Wenn ihr das gesehen habt, da bin ich volle Kanne gegengefahren. Weil die Leitplanke, die geht einfach ein Stück weiter nach außen und hier volle Kanone rein. Oh nein, nein! Oh. Ich habe Angst bei Kurven. Ich finde das auch hammer cool, wenn man einmal ganz kurz auf die Taste für die Motorbremse kommt und man dann einfach nicht mehr beschleunigen kann. Und dann einfach durchgehend mit diesem Drehzahl fährt. Das ist einfach cool. Ja, vor allem, weil du dann auch erstmal wieder die ganzen Gänge runterschalten musst. Eben. Es ist auch so, ich habe mir eine Assetto Corsa so installiert und dachte erst so, ist das jetzt manuell oder Automatik? Weil immer, wenn ich gebremst habe, ist der im fünften Gang geblieben. Ich dachte mir so, manuell schalte ich mal runter. Aber es war Automatik. Also es ist ein sehr gutes Spielprinzip. Aber es leckt ein bisschen. Ja. Ey Mats, weil ich mit dir jetzt hier rede, leckt das. Wo ich das hier schon mal versucht habe aufzunehmen, hat es kein bisschen geleckt. Ja, also ich habe hier auch, ich habe 35 FPS durchgehend. Naja, bei mir eben ist es eben nicht durchgehend. Ja, jetzt ist es wieder flüssig. Oder auch nicht. Aber da stand irgendein Schild von wegen 8. Soll ich vielleicht mal abfahren? Achtung, Mautstelle. Diese Schilder sind immer sehr wichtig zu beachten. Oh, scheiße, muss ich wieder Slalom fahren. Slalom? Also, war das jetzt überhaupt richtig abgefahren? Nein, das war falsch abgefahren. Oh, Mann. Oh, scheiße, ey. Genau vor dem Mautstellenschild stehen geblieben. Genau davor, weißt du? Nicht einfach so, dass ich noch perfekt reindrifte, aber nein, genau davor. Motorbremse, Handbremse gezogen. Nichts. Janik, Rockstar Games hat aber auch wirklich schon bekannt gegeben, dass das GTA Online auf dem PC nicht so viele Bugs und Lags haben soll, wie der normale Video auf dem PC. Die haben ja jetzt wohl gelernt aus dem Ding. Ist halt scheiße, weil du kriegst dann kein Multiplayer-Geld, weil die haben ja alle irgendwie 500.000 Ingame-Währung bekommen oder so. Für einen Online-Modus. Ja, okay, ne? Und konnten sich dann Häuser oder ein Auto kaufen. Ja, ich meine, Janik, aber ich meine, man kann, wozu kann man bitte denn ganz viele Geschäfte überfallen und so, ne? Wenn man erstmal die nötigen Waffen hat und so, dann geht's auch einfach. Ja, vor allem, ey, dann ist das ja wie Payday, da bin ich ja in Übung. Ja, Janik, denn das wird dann ja nicht ganz so schwer. Oh, scheiße. Ja. Einfach gerade mal eiskalt gefahren. Ach gut, der ist abgebogen, der LKW. Sonst wäre der mir richtig Janik, schön reingekommen. Hast du überhaupt mal in irgendeinem deiner Parts erwähnt, dass, wo wir Payday aufnehmen wollten, ist immer der komplette Auftrag immer gefailt ist? Ja, habe ich. Und dann ist Payday abgeschmiert. Ja. Und ich bemerke das immer wieder, dass, ich weiß nicht, Payday hat irgendwas dagegen, dass ich es aufnehme. Es ist ja wirklich so. Upsala, da bin ich gegen die Schranke gefahren. Ohne Schaden natürlich. Ey, das ist wirklich ein Mysterium, ne? Payday 2 und ich. Und Steam dazwischen. Ja. Es verträgt sich nicht. Also, ey, eine Zeit lang war es wirklich schön, ne? So. Also jetzt geht Steam alles und so. Und auch Payday 2 läuft super. Aber eine Zeit lang war das wirklich so, dass Steam mich einfach rausgekickt hat. Einfach gesagt, Instant. Nö, jetzt nicht. Und das war dann immer so, dass der Auftrag fast fertig war, weißt du, kurz bevor du deine 4 Millionen da bekommst, nö, jetzt ist vorbei. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr. Naja, oder wir haben einfach den ersten Tag immer komplett gefailed.
Ja, oder eben der Bilderrahmen gezockt und dann den ersten Tag nicht geschafft. Aber jetzt bin ich auch nicht mehr bereit, das aufzunehmen. Das Schreiben hat auch irgendjemand mal in die Kommentare geschrieben: Ah, mach doch ein Payday 2 Let's Play, weil ich in vielerlei immer wieder sage: Oh, wie ich dieses Spiel suchte. Payday 2 suchte ich wirklich. Janik, Aber es diesen ist halt. Kommentar habe ich geschrieben. Ach so. Im Ernst? Das war so ein Kiddie-Bild, ey. Das Okay, solltest nein, du nicht war tun. ich doch nicht. Nee, weil Das ich war habe noch jemand bei mir anders. momentan gar kein Profilbild. Da habe ich auch schon jemanden gefragt, ob der mir das macht. Hätte Profilbild. es auch mich fragen können. Will ja ein Ja, hübsches aber. Profilbild haben, Janek. Im Ernst. Ja, das von Primus Sicarius finde ich auch geil. Payday 2 hat Ne? Ankündigung gemacht. Trappen Pack 02. Ja, End ich Update weiß. 23. Gibt jetzt eine Also neu. LMG, also ein leichtes Maschinengewehr. What the Freue fuck? freu mich richtig. Ey, Yannick, ich hab das CSI immer noch nicht. Yay, und ich habe auch momentan kein Cash. Yay. Wann kommt denn das? Steht da Datum? nee, an. Immer wenn ich jetzt bisher eine Ankündigung gesehen habe, war es draußen, das Update. Ach so. Kann mein Spiel ja mal ganz kurz ablegen und Hey, dann mal dann, ganz kurz oder guck doch nachgucken. einfach kurz, du kannst doch übers Spiel kurz im Shop gucken, ob es das DLC jetzt schon gibt zu kaufen, weil dann kaufe ich es mir gleich mal. Ich habe zwar kein Geld auf dem Konto, aber mache ich mir halt Geld aufs Konto. Gage Rappen Pack 02, 5 Euro. Oh, passt doch. Aber ich kann es mir Vielleicht nicht mal kaufen, ein. ich habe kein Geld. Ich habe 2,21 und das schon seit einem Monat. Mindestens. Ja, Mano. 2,21. Oder du gehst schnell zur Bank und holst, gehst schnell zur Tanke, PaySafeCard 10 Euro und kaufst es für dich und für mich und ich kaufe dir dann Gage Weapon Pack 1 nächste Woche. Egal, dann stelle ich gerade einfach mal Payday. Soll ich gerade mal so zwei Spiele laufen. Hey, das ist doch voll die Idee, Mats. Mach mal. Ja, morgen. Ja, okay, dann geh morgen zur Tanke und hol 10 Euro PaySafeCard. Warum zur Tanke? Ich morgen kriege ich Zeugnis, dann kann ich einfach schnell im Supermarkt schnell mir eine Karte holen. Also Mann, ich gehe in ich den hasse das, wenn Supermarkt, man einfach so PaySafe einen zu übelst langen holen. Trailer hat und einfach nicht um die engen Kurven rumkommt. Was bei ETS 2? Ich muss schlafen, glaube Ja. ich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, nee, ich habe Hä? zum Glück erst geschlafen. Ich habe gerade irgendeine Geschwindigkeitsübergrenzung gehabt. Also ich habe noch 90 Minuten zu machen. Oh, wenn ich die Handbremse ziehe und dann im 14. anfahren will, dann ist das immer so eine Sache. Naja, mit einem MAN geht's ganz gut. Warte, Ist wofür ein habe ich jetzt bitte eine 60-Gänger. Strafe bekommen? Ach so, warte, das war nicht. Scheiße, ich habe. Ach nee, die Aufnahme habe ich da nicht liegen. Ich habe ein paar Screenshots gerade gemacht. Mit Fraps. Anhänger hat Schaden 1%. Habe ich gerade Unfall gebaut oder habe ich wofür was anderes? Boah, ich stehe an der Ampel und hab einfach eine Motorfehlfunktion. Oh, ich stehe ein Geil. bisschen. Naja, ich stehe mal nicht ganz auf meiner Spur. Weißt du, was ich scheiße. Also, ich habe das jetzt mal angemacht mit diesem Bremsluftding. Ja, das ist richtig scheiße, Bremskühlsystem. ne? Du musst den Motor erstmal warm laufen lassen und du darfst nicht in irgendeinem Gang oder so ausgehen. Du Eben. musst wirklich auf N runterschalten. Ey, Yannick, und vor allem, das Person war ich, die dir das geschrieben hat. Nee, oder gesagt hat. Was? Das mit dem Druckluftbremssystem. Ja. So weit war ich noch nicht. Habe ich auch schon beim letzten Mal wieder bemerkt. Immer wenn ich aufnehmen will, dann habe ich immer beim Pennen immer dieses Problem. Weil ich halte dann einfach im 13. Gang halte ich da an oder im 7. Weil im Lo, 7. kann ich oh wieder gut anfahren. Mann, ey, ich bin so schlau. Ich bleib bei grüner Ampel bleibe ich stehen und bei roter Ampel fahre ich los. Ich bin so schön. Ich bin so schlau. Ich bin der Adolf aus Braunau. Ich bin bei der Werkstatt. Yay. Kann ich gleich auch Ja, noch bei mir Sachen gibt es suchen. keine Werkstatt mehr. Die letzte Stadt war Torino und die nächste Stadt ist Lyon. Warte, bin ich schon wieder in Lyon? Bin ich schon in Lyon? Nee, noch 250 Kilometer. Bin schon Wäre eine kurze gewundert, aber hier ist Aufnahme die gewesen, Abfahrt. ne? Hier ist die Abfahrt nach Lyon. Nö, ach, da hänge ich noch einen ran. Halt. Oh! Ach, warte, nee, meine Festplatte ist zu voll. Ah! Uiuiui, das könnte Problemchen werden gleich. Da haben wir so einen perfekten Cut da. Ey, Yannick, Aber ich weiß nicht. ich habe jetzt ab sofort einen Erzfeind. Aha. Wo?
Allgemein, naja, in der Liga nicht direkt, weil er ist ja eigentlich die zweite Liga, er ist bei uns bloß gestern Ersatz gefahren. Niklas. Ja, ey, er regt mich so auf. Ich habe ihn heute nochmal drauf angesprochen wegen den Qualifiern, weil er mich da in die Wand geprescht hat, ne? Er sagt erstmal so eiskalt so, nein, aber hat er nicht gemacht und alles. Ich habe noch einen Snapshot, wo er mich gerade da reingeballert hat. Schön. Ja, keine Ahnung, irgendwie ist es mit den Zweitliga-Fahrern noch nicht ganz so ausgereift, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie sind noch voll schnell. Ich meine, die sind die coolsten, weil die zweite Liga fahren und nicht erste. Man muss immer stehen bleiben, um denen das Geld zu geben. Man kann ja nicht einfach langsam fahren oder so, ne? Ja, deswegen habe ich auch immer so viele Prozente, Janik. Weil ich fahr grundsätzlich gegen die Schranke. Zum Glück kann ich nicht abbrechen. Oh, jetzt bin ich doof. Nur weil ich meine Kackwurst nicht abgeben will. Mann, die Kackwurst ist lustig. Lass mich rein, so ran, ich hab's mit letztens. Nein. Nein. Müsste ich ja extra nach Niedersachsen fahren, um ihr die Kackwurst zu geben. Nein, das ist eine Freundin aus meinem Jager. Ach so. Meiner ehemaligen Klasse. Weißt du, kumpelmäßig. Und sie ist... Warte, sie ist die Freundin von meinem besten Freund, so. Okay. Wobei ich halt mit ihr befreundet bin und mit meinem besten Freund befreundet bin. Cool, ne? Yay, Motorfehlfunktion! Ich muss schlafen, aber Motorfehlfunktion. Als ob ich jetzt noch in irgendeine Stadt kommen könnte, ja? Ihr könnt mal auf diese komische Karte hier gucken. Wir schauen uns das Ganze mal an und sehen, dass Torino hinter uns liegt und jetzt nur noch drei Mautstellen kommen und dann sind wir in Lyon. Mehr nicht. Vielleicht, scheiße, da kommt keine Tanke mehr. Na, doch, bei der nächsten Mautstelle ist gleich eine Tanke. Da können wir schlafen und tanken. Ich kann nämlich nur noch 2000 Kilometer fahren. Ach ja, Janik, du weißt, wo du den Tank angemacht hast. Jetzt geht dein Tank schneller leer. Ja, ich weiß. Ist aber auch realistisch. Ist auch voll konkret, Alter. Ich hab in meinen Tank passen 4000 Liter oder so. 4000? Weiß nicht genau, wie viel das war. So viel passt noch nicht mal in meinen halben Tank. Hä? Ja, hä? Was soll das jetzt heißen? Ja, irgendwie unlogisch. So viel passen noch nicht mal in meinem halben Tank, okay. Oh, fail. Ja. Aber in deinem ganzen oder was? Oh, ich überlege gerade, ob ich hier rechts über den Rasen fahre zum Parkplatz oder ob ich hier geradeaus weiterfahre. Oh, ich fahre rechts über den Rasen. Geradeaus weiterfahren wäre zum Main Street. Ja, eben. So. Ja, am 13. anfangen, das kann ich auch. Achso, Feststellbremse, wer hat denn die schon wieder gezogen? Ah, genau, beim Motor aus. Ey, sonst mache ich meinen Motor immer auf Y aus, ne? Jetzt hat mein Bruder einmal letztens Truck gespielt bei mir, ne? Jetzt hat er es einfach umgestellt, dass man auf E das anmacht. Mist! Weißt du, was das Problem jetzt ist? Er muss einparken oder einmal rückwärts fahren. Oh. Ey, das ist schon, ich habe gerade einfach mal knapp 100 Kilometer mehr Strecke gemacht. Yay. Na ja, nicht 5% deiner Map hast du schon erkundet. Weißt du, das Problem mit der einen Trucks-Map war, dass das komplett zurückgestellt wurde. Oh. Und deswegen habe ich jetzt im Moment, warte, ich kann gleich mal gucken. Ich muss natürlich in Neutral schalten und den Motor ausmachen. Also in Endschalten. Ich habe 5,33% und vorher waren es irgendwas mit 20 oder 25%. Okay. Nee, 15% oder sowas. Ich habe ziemlich viel, weil ich fahre ja ziemlich viel. So, und jetzt schlafen wir erstmal. Also gute Nacht, ne?